singen das Lied unter der Nummer 66. Nummer 66, wir singen das Lied einmal durch mit den Wiederholungen, so wie sie da stehen. Schönen Morgen an diesem Sonntag. Zuvor möchte ich einmal sagen, falls da noch Sonntagsschüler sind, die hier sind, bitte sofort in die Klassen. Ich lese uns zum Einstieg die Verse aus Psalm 19, Vers 8 bis 9a. Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Die Befehle oder auch die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Ich möchte eine Reihe von Informationen weitergeben, zu Beginn gleich, und das dann nachher auch mit einem Gebet schließen. Erstens, an folgenden Sonntagen, den 11. und den 18. Juli in diesem Monat, wird nicht Sonntagsschule stattfinden. Das ist, weil wir Ferien haben. Zweitens, am Dienstag in dieser Woche wurden Marius und Mariela Fehr, ein Mädchen geboren, das sie den Namen Anna Jemima genannt haben. Wir gratulieren diesen Eltern für die Geburt ihres Kindes und bitten auch um Weisheit bei der Erziehung. Dann wollen wir auch den anderen Teil berücksichtigen und eine Anteilnahme bekunden. Joy und Joanna Funk, die ihre ungeborene Tochter Abigail mit 7 Monaten letzte Woche abgeben mussten. Wir bitten auch für dieses Paar, dass wir an sie denken und für sie beten. Wir wollen auch die Kollekte heben heute. Das soll für den externen Haushalt gehen. Und werden wir auch die 2 Lieder singen, bald. Und wir schreiben heute auch den 4.7.2021. Bevor wir mit den Liedern anfangen, möchte ich, dass wir ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass du uns zusammengeführt hast. Wir danken für das Wetter, das du uns schenkst, für das Leben und dass du das Beste von uns willst und auch das Beste für uns. Du bist jeden Tag bei uns. Und das möchten wir auch ganz besonders beibehalten, dass wir daran denken, dass du bei uns bist. Du
Du hast uns Gebote gegeben, du hast uns Gesetze gegeben, dass wir uns danach richten, und schenk uns, dass wir deinem Wort auch folgen können. Segne uns im Verlauf dieses Vormittags. Amen. Wir singen gemeinsam Nummer 542. 542. Als nächstes singen wir das Lied unter der Nummer 314. 314. Wir singen alle vier Strophen. Zur Herrlichkeit.
Es war eine sehr, sehr bewegte Woche. Wir haben vieles erlebt. Freude und Trauer gehen Hand in Hand. Und wir sehen das, viele unter uns tragen mit, leiden mit. Und wir wollen diese Situation einfach dem Herrn bringen, dass er uns als Gemeinde trägt. Wir haben die Situation von Mariela und Marius gehört, Freude, ein Kind ist geboren. Auf der anderen Seite das Abgeben von einem ungeborenen Kind. Dann auf der anderen Seite haben wir mitgelitten mit Familie Reimer in Kanada, die ihre Gary, seine Frau Alice abgeben musste, die Familie, ihre Schwiegertochter. Wir wollen es dem Herrn bringen. Unser Vater im Himmel, es ist eine sehr berührende Woche gewesen für viele, viele von uns. Und wir sind zuerst dankbar für diese Kollekte, für das Geld, segne die Geber. Wir sind dankbar, auf der einen Seite Freude zu erleben, ein Wunder in die Hände nehmen zu können, Anna Jemima. So glücklich sind diese Momente, wo ein lebendiges Kind in die Arme genommen werden kann. Wir bitten um Weisheit und um Segen. Auf der anderen Seite, Herr, kommen wir mit dem Hilfeschrei zu dir, Gott, und bitten um Beistand und Trost, um Heilung. Herr, so beten wir für Joy und Joanna Funk, die ihre ungeborene Tochter abgeben mussten. Träume, Hoffnung, vieles fällt damit zusammen. Nimm sie beide bei der Hand und sei du ihr Hirte, der sie leitet und mit seiner Gegenwart tröstet. Herr, sei mit all den anderen Trauernden in unserer Gemeinde. Und wir haben viele Trauernde, die Personen in den letzten Monaten abgegeben haben. Und weiter, Herr, leiden wir mit Gary, der seine Frau Alice abgeben musste, und mit der ganzen Familie Reimer in Kanada mit. Zu sehen, dass eine junge Frau und Mutter von zwei wunderbaren Kindern keinen Lichtblick, keinen Hoffnungsschimmer, keinen Ausweg mehr sah, tut weh. Und dann fragen wir uns, wo bist du in diesem Ganzen und wo sind wir als Hoffnungsträger, als die, die hoffen für andere, wo keine Hoffnung mehr da ist. Und so manche Leute in unserer Gemeinschaft leiden ebenso und sehen keinen Ausweg. Herr, so viel Unheil, Leid, Trauer und Not schreit zu dir. Manchmal fühlen wir uns von dir verlassen, und so beten wir mit dem Psalmisten David, Psalm 13, Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich wieder klar sehe mit Hoffnung. Und dass wir nicht dem Tode entschlafen.
Herr Jesus, lass uns deine tröstende Stimme erkennen, dass unser Herz ruhig werde, dass wir immer mehr zum vollen Leben, zur Fülle durchdringen. Steh diesen Menschen bei durch deinen Geist und deine Gemeinde. Herr, hilf und gib Kraft, damit wir als deine Gemeinde Licht und Salz sind, damit wir Hoffnung geben. Zusammen wollen wir mit dem Psalmisten David beten können, ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. In Jesu Namen. Amen. So oft haben wir auch unsere Vorstellung, dass Gott uns Gebote gegeben hat, und das ist auch richtig. Und wir beachten so sehr die Gebote und vergessen dabei auch zu oft, dass er aber auch gnädig ist zu uns, dass er Gnade hat. Und das ist auch das Thema in der heutigen Predigt. Und dazu möchte ich den Text lesen aus Lukas Kapitel 18, die Verse 18 bis 23. Lukas 18, Vers 18 bis Vers 23. Der reiche Jüngling. Und es fragte ihn ein Oberster: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer einem allein, Gott. Du kennst ja die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht morden oder auch töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir. Als er aber diese Worte hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Ich bitte, dass wir jetzt die Zeit einräumen für die Predigt. Bitte schön, Amanus. Häufig hören wir die Frage: Bin ich gut genug, um mich zu bekehren? Bin ich gut genug, um mich taufen zu lassen? Oder mehr am Lebensende, wird das ausreichen, um im Himmel anzukommen? Und liebe Geschwister, diese Fragen fordern eine klare Antwort. Jedes Mal, wenn wir darüber sprechen können, dann freue ich mich. Wenn wir Dinge klären können im Glauben, dann freue ich mich und bin Gott so dankbar darüber. Diese Fragen führen uns erstens in die gefühlte Unsicherheit, in der manche oder vielleicht auch viele von uns stecken, wo wir uns befinden. Und Unsicherheit hat in der Regel immer eine lähmende, eine initiativshemmende, eine bremsende Wirkung. Und genau diese Frage hatte dieser reiche Obergelehrte. Dieser reiche junge Mann, er spürte, das kann doch nicht alles sein. Am Glauben muss doch mehr dran sein. Ich bin reich, ich habe alle Gebote gehalten. Doch mit Gott zu leben muss doch mehr sein. Und diese Frage ist so wichtig, um geistlich frei zu leben, um sich entfalten zu können und um zweitens auch sicher anzukommen, um im Herrn zu sterben. In der Vorbereitungszeit auf dieses Thema sprach ich mit einer älteren Frau, die auswärts wohnt und ihren Mann vor einem Jahr etwa abgeben musste. Und dann sagt sie: Wir schauen so gerne eure Beerdigungen.
denn eure Menschen, die sterben im Herrn. Die Gnade Gottes ist noch da. Und da habe ich mich gefragt und gesehen, ja, das stimmt wohl. Das erleben wir grundsätzlich. Und woran liegt das? Liegt das an den vielen Gebeten der Eltern, unserer Vorfahren, die Gebete, die in den Schalen vor Gottes Thron noch sind? Oder warum ist Gott uns gnädig? Nun, wenn der reiche Gelehrte alle geboten hat und nicht glücklich war, dann frage ich mich, was läuft falsch? Wozu hat Gott uns die Gebote gegeben? Manchmal hören wir das negativ formuliert, auch der darf das nicht und jenes darf er nicht und das darf er nicht, darum bin ich nicht Christ oder darum will ich nicht, weil der darf so vieles nicht. Und liebe Gemeinde, das Leben mit Gott, dem Geber des Lebens, ist doch mehr. Was ist oder worin liegt das wahre Leben? Und diese Predigt habe ich heute überschrieben, wahres Leben, Gnade und Gebote. Und wir wollen das in vier Punkten angehen. Gebote, erstens, Gebote decken unsere Schuldhaftigkeit auf. Es ist Gottes Art und Weise, uns unsere Sünden aufzuzeigen und uns unsere Selbstgerechtigkeit zu nehmen. Dass wir nicht anders über uns denken, als wir eigentlich sind. Damit wir unsere Schuldhaftigkeit sehen und um Barmherzigkeit, um Gnade bei Gott rufen. Damit wir nicht meinen, wir sind besser als unser Nächster und diese zerstörerische, arrogante, richtende Selbstgerechtigkeit sich in uns irgendwie festsetzt. Ich will das veranschaulichen durch die Verkehrsregeln. Wir wissen das in Ortschaften, Wohnortschaften, Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. Und so hatte ich neulich meinen Tag vollgepackt und hatte vieles vor und kam in La Plata rein und hatte nicht auf dem Tachometer geschaut und wurde angehalten. Und ich musste sehen, ich hatte die Toleranzgrenze überzogen. Und der Beamte hielt mir sein Messgerät vor und es war eindeutig auf dieser Pistole zu sehen, ja, du bist zu schnell gefahren. Keine Diskussion, es war völlig klar dokumentiert. Ich hätte gerne um Gnade gebeten hier, aber er forderte die Ausweise ein und ging davon. Ich schwieg. Er kam zurück, ich bedankte mich für seine freundliche Arbeit, die er tat und dass er seine Arbeit sehr pflichtbewusst tat und fuhr zur Municipalität. Ich war so gereizt und verärgert, vor allem auch über mich selbst. Denn hatte ich eigentlich anders über mich gedacht und mich anders eingeschätzt? Und auch zweitens, weil es nicht das erste Mal war. Und darum lernen wir beim ersten Mal oder besser noch, wie es im Spruchbuch sagt, lernen wir von den Fehlern anderer. Als ich die Summe bezahlte, wurde diese reduziert, weil ich gleich diese bezahlte. Und da spürte ich sowas wie ein Hauch Gnade. Das tat gut, dass die Summe etwas reduziert wurde. Und so ist das mit den Geboten auch, die decken unsere Schuldhaftigkeit auf. Weil es Gebote gibt, müssen wir wissen, dass wir schuldig vor Gott und vor den Menschen sind. Nach Römer 3, Vers 20b, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Gebote helfen uns zu definieren und zu sehen, wo bewegen wir uns nicht da, wo wir sollen. Genauso ist es auch auf dem Fußballfeld. Wir brauchen Grenzen, um das Spiel zu konzentrieren und zu intensivieren. Und nun haben wir gesehen, also eine Funktion der Gebote ist, einfach unsere Schuldhaftigkeit aufzudecken.
damit wir laut nach Barmherzigkeit und Gnade bei Gott rufen. Zweitens, Gebote halten rettet nicht. Aber genau das hatte sich dieser gelehrte Mann erhofft. Irgendwie lag diese Gesinnung wohl auch in der Gesellschaft damals und vielleicht nicht nur damals, vielleicht auch heute. Doch spürte dieser ehrliche, reiche, junge Gelehrte, dass es nicht das war. Gebote halten ist wichtig, aber rettet nicht. Und was muss ich tun? Wir lesen in Römer 3, Vers 20 ganz klar, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes, also durch das Gebote halten, gerecht sein kann oder vielmehr, wir haben alle gesündigt und ermangeln den Ruhm oder die Ehre, die Anerkennung, die Reinheit vor Gott, die wir haben sollten. Wenn nun Gebote Schuldhaftigkeit aufdecken und zweitens, Gebote halten uns nicht rettet, was dann? Eines müssen wir bei all diesem nicht vergessen. Der Gegenspieler Gottes, der Satan, versucht alles durcheinander zu würfeln. Deshalb heißt er auch Diabolus oder Durcheinanderbringer. Kann es sein, dass wir in unseren Gedanken einiges ordnen müssen? Dieser reiche junge Mann merkt, er ist furchtbar gescheitert. Und wenn wir das Durcheinander einmal zurechtdrehen anhand der Bibel, erst kommt Rettung. Und dann Gebote halten, ist das vielleicht biblisch? Mit dieser Frage schauen wir uns einmal die Texte an, den Kontext. Da haben wir in 2. Mose 2 oder in 2. Mose 20 die 10 Gebote und darum drehen wir uns jetzt mehr. In Kapitel 2 schon haben wir die Berufung, die Geburt Moses, dann Kapitel 3 die Berufung Moses und dann weiter in Kapitel 7 lesen wir von den 10 Plagen, Kapitel 12 die Auswanderung, die Befreiungsaktion Gottes aus dem Land Ägypten, wo das Volk in die Freiheit geführt wird und das Volk ist so überwältigt davon. Kapitel 15 haben wir dann den wunderbaren Lobgesang Israels, wo diese Freude einfach auf dieses Wunder erlebt zu haben, überfließt. Das Herz beginnt zu sprechen, das Volk jubelt und singt. Israel spürt diese wunderbare Freiheit mit einmal, was es heißt, wirklich frei zu leben, in Wahrheit zu leben. Endlich ist das wahre Leben zu spüren, frei von Gott geleitet. So singen sie dieses wunderbare Lied. Es geht weiter zum Berg Sinai, da will Gott diese Beziehung mit dem Volk, diesen Bund beschreiben, also wie die Beziehung sein soll. Diese Bundes- und die Bundesaufgaben schriftlich festhalten, damit sie in diesem wahren, in diesem freien Leben bleiben können. Und diese Beschreibung sind die 10 Gebote dann. Und ich lese die ersten 3 Verse aus 2. Mose 20. Und Gott redete all diese Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Damit sehen wir diese Reihenfolge. Zuerst spricht es von dieser Befreiungsaktion. Gott hat befreit. Das ist Gnade. Das Volk saß fest. Aber es kommt dieser liebe, barmherzige Gott, der gnädige Gott, und holt dieses Volk aus der Gefangenschaft raus. Das ist Gnade. Und so wird auch dieser Bundesschluss eingeführt. Mit diesen Worten, denkt daran, zuerst kommt die Befreiung, die Bekehrung, das Freiwerden, Sündenvergebung. Und dann kommen als Orientierung, als Weisung die Gebote. Damit antworten wir auch auf die anfangs gestellte Frage,
bin ich gut genug, um mich zu bekehren, um mich taufen zu lassen? Ja, wir sind immer gut genug, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Gott wartet auf uns. Wir haben bis in den Missionsbefehl hinein, taufet sie und dann lehret sie halten. Und das gibt mir zu nachzudenken. Ich muss mich die Bekehrung, die Freiheit nicht verdienen. Das geht nicht. Vielmehr noch, Gott wartet auf uns. Er kann und will uns diese Freiheit schenken, volle Freiheit. Warum betone ich das? Weil ich meine, dass viele von uns vielleicht nur teilweise diese Freiheit geschmeckt und gespürt haben oder dieses in Anspruch nehmen. Oft wissen wir im Kopf, wie es sein soll, aber unser Herz sagt uns was anderes und die Verbindung ist so weit voneinander. Und dieses zu verbinden, das will Gott, dass wir das im Herzen spüren, was wir im Kopf lesen und wissen, was wir verstanden haben, dass es reingeht und dass es verbunden wird. Und in diesem Kontext höre ich immer wieder diese Worte, diese Denkweise. Ich höre nicht von in der Vergangenheit rumweile. Ich mag es nicht, in der Vergangenheit herumzuwühlen oder rumzubohren. Und dahinter steckt dieses Denken: Wenn wir uns bekehren, bringen wir die Sünden alle zum Kreuz. Und damit ist alles abgegeben. Und Jesus wirft dieses alles in die Tiefen des Meeres und schreibt noch darüber, hier wird nicht geangelt. Doch was geschieht eigentlich am Kreuz, wo Gott uns diese volle Freiheit anbietet? Diese Freiheit, dieses Heil, diese Gnade, welches er uns schenken will, können wir in drei Aspekten unterteilen. Erstens oder A, die Schuldebene. Denken wir an Gerichtshof. Schuld, die Schuldfrage wird geklärt. Wegen unserer Sünden sind wir vor Gott schuldig geworden. Und er bietet uns Vergebung an durch Jesus. Jesus stirbt für uns und wir erhalten Freispruch. Wir sind frei. Auf der Schuldebene sind wir jetzt vor Gott frei. Keine Schuld. Keiner muss bezahlen. Alles ist frei. Das Blut Jesu zwischen uns und Gott spricht uns frei von der Schuld. Das ist auf der Schuldebene. Also Gerichtshof, denken wir daran. Die Sünden sind in die Tiefen des Meeres geworfen und da wird nicht herumgewühlt, die bleiben da. Und das ist richtig und das ist biblisch. B, ein weiterer Aspekt ist, durch die Sünde geschehen aber Verletzungen. Denken wir an Krankenhaus, erst Gerichtshof, jetzt Krankenhaus. Wenn Jesus die Schuld gebracht wird, ist die Schuldfrage geklärt. Aber die Verletzungen, die sind noch da. Und wir können nicht Jesus um Vergebung bitten und damit sind die Verletzungen jetzt alle geheilt. Das ist auf einer anderen Ebene. Folgen von Verleumdung, von Diebstahl, von Missbrauch, diese Folgen wollen, diese Verletzungen wollen geheilt werden. Ungerechtigkeiten, Hass und so weiter, sie sind noch da. Vieles ist noch da, obwohl die Schuldfrage geklärt ist. Diese können nicht vergeben werden, aber sie können geheilt werden.
Und da ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden. Diese Heilung kann nur geschehen, indem wir unsere Verletzungen, unseren Schmerz zu Jesus bringen. Und da können wir nicht anders, als zurückzuschauen und zu schauen, was ist in uns geschehen. Und das hat nichts mit in Sünde rumwühlen zu tun. Sünde bleiben vergeben. Und da wühlen wir auch nicht rum. Das ist und bleibt klar. Aber die Wunden, die schreien nach Heilung. Und dazu ist Jesus auch am Kreuz gestorben, nach Jesaja 53. Er trug unsere Krankheiten, unsere Verletzungen ans Kreuz. So, wir haben vom Gerichtshof gesprochen, die Schuldfrage, dann vom Krankenhaus, unsere Verletzungen. Und dann noch, ist noch ein dritter Aspekt zu nennen, Gefängnis. Also Befreiung und Bindungen von Schmerz, von unguten Gefühlen, zum Beispiel von Hass oder von erlogenen Gefühlen, dass wir uns minderwertig fühlen, falsche Denkmuster über uns, über andere oder auch Laster und so weiter. Diese letzten zwei, Heilung und Befreiung, gehen sehr häufig parallel. Heil werden und frei werden, wenn wir dieses Jesus bringen. Ich kenne eine Person noch in der ersten Lebenshälfte. Die Schuldfrage war bei dieser Person völlig geklärt, da lag nicht Schuld vor. Dennoch in ihrem Körper schlich sich so langsam so etwas wie Gicht ein. Die Ellbogenschmerzen, die Knieschmerzen. Es war nicht klar, zu viel rotes Fleisch gegessen oder nicht. Was ist die Ursache? Immer auch Untersuchungen. Als sie seelsorgerliche Hilfe annahm, wo verschiedene Situationen, Verletzungen in ihrer Kindheit und auch Jugendalter angeschaut und aufgearbeitet wurden, wurde diese Person mit einmal völlig frei. Keine Schmerzen mehr in den Ellbogen, in den Knien, keine Knochenschmerzen mehr, frei. Und davon spricht Gott in seinem Wort von einer vollen Freiheit. Nicht, dass wir nicht krank sein können als Christen, da können wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen oder dass alles nur in die Seelsorge gehen muss und dann alles geheilt wird. Nein, so ist es nicht. Aber manchmal, und das ist, manchmal scheint mir, ist unser Blick zu eng. Und diesen Blick ist mir ein Anliegen, dass wir den weiten. Bei anderen Menschen kann sich dieser emotionale Schmerz oder die Last im Magen, auf dem Magen legen, Durchfall oder Brustweh oder am Kehlkopf tut es weh, das behindert das Sprechen, das wird stotternder und so weiter. Und das ist interessant zu sehen, wie Menschen durch wenig Gespräche dann manchmal fließend anfangen zu sprechen. Frei sein. Das ist Gnade. Nun, versteht mich nicht falsch, diese körperlichen Symptome müssen nicht alles Folge von emotionalen Belastungen sein. Und andererseits meine ich, aber zu wissen oder zu sehen, dass wir unter manche Verletzungen leiden. Aber liebe Gemeinde, doch will ich unseren Blick weiten, Jesu Kreuzestod ist umfassender, er arbeitet auf der Schuldebene, das hat er erwirkt, dass wir Freispruch kriegen. Er arbeitet auf der Verletzungsebene, er hat das erwirkt, dass wir Heilung kriegen, dass Situationen, die geschehen sind, ja, die sind geschehen, das ist nicht rückmachbar, aber es schmerzt nicht mehr, daran zu denken und auch auf der Gefängnisebene oder auf der Bindungsebene, dass wir von diesen Bindungen an Schmerzen und so weiter, an verschiedenen Dingen frei werden können. Das alles, das ist Gnade.
Und damit, das ist Befreiung, damit werden die 10 Gebote eingeführt. Das hat Gott erwirkt. Und dann gibt er uns diese und damit diese Orientierung und damit kommen wir zum 4. Punkt. Er gibt uns die Gebote, damit wir frei bleiben, in dieser Freiheit bleiben. Die Gebote sollen dem Israel, Volk Israel nun helfen, frei zu bleiben. So spricht Jakobus vom Gesetz der Freiheit nach Jakobus 1, Vers 25. Das Halten dieser Gebote schützt unser Leben. So zum Beispiel das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Gott ist ja ein Gott der Befreiung, der uns befreit. Und was tun all die anderen Götter im Gegensatz zu Gott? Sie binden uns alle. Und daran litt dieser reiche junge Mann. Sein Herz war gebunden. Er spürte das. Du sollst keine anderen Götter haben, außer Gott, diesem Befreier Gott. Diesen Gott allein. Und damit wird der Lebensraum durch andere Götter wird der Lebensraum immer beengt. Wir haben dann auch Beispiele wie die von Zachäus, der frei wurde davon, von diesem anderen Gott und der diese Freiheit spürte und richtig genoss. Und noch einen letzten Gedanken in der Predigt. Immer wieder haben wir das so im Alten Testament, die Juden, die sehen immer wieder, welches ist das Zentrum oder das höchste Gebot. Das höchste Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und so auch gehen die auch an die 10 Gebote. Welches ist das wichtigste Gebot? Das Sabbatgebot. Dafür haben sie verschiedene Begründungen. Ich fand das sehr spannend. Einen Theologen, neuzeitlichen Theologen, Julius Steinberg, er hat das auch untersucht und ist auch zu einem Schluss, zu einem anderen Schluss gekommen. Er sagt, das Nicht-Töte-Gebot, das ist das Wichtigste. Weil Gott ist ein Gott des Lebens. Er hat alles Leben ins Dasein gerufen. Und hier ordnet er das Leben. Er will es schützen. Und das Nicht-Töte-Gebot sieht er als das als Zentrum im gewissen Maß, um das Eltern-Ehre-Gebot, das gleich anschließend ist, das Nicht-Ehebrechen-Gebot, also das auch Nachbar ist vom 6. Gebot und so weiter. Da haben wir das im kleinen Kreis, damit das eigene Leben gelingt, müssen wir die Eltern ehren. Dürfen wir nicht andere Frauen begehren oder Ehe brechen und so weiter. Und so arbeitet er das weiter aus. Sehr interessant, das zu sehen. Raum zum Leben heißt das Buch. Das Sabbatgebot korrespondiert mit dem Nicht-Begehre-Gebot. Also wenn wir auf Gott vertrauen und Sabbat halten, Gott wird für uns sorgen, dass wir nicht begehren müssen. Wir werden genug haben. Und da ist wieder die Vertrauensfrage. Wie tief vertrauen wir Gott? Zusammenfassend, das Thema wahres Leben, Gnade und Gebote sind wir in 4 Punkte angegangen. Gebote decken unsere Schuldhaftigkeit auf. Zweitens, Gebote halten, das rettet nicht. Drittens, richtige Reihenfolge, also erst ist Gnade und dann die Gebote, Gnade und Freiheit, die Befreiung. Und dann die Gebote halten. Und viertens, Gebote geben Weisung. Sie halten uns in der Freiheit. Wir neigen unser Haupt zum Gebet. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein wunderbarer Gott bist, ein Gott des Lebens und des Lebens in Fülle. Und das willst du uns im vollen Maß schenken als deine Kinder. Und wir loben und preisen dich dafür. Durch die Gebote haben wir gesehen, dass wir sündige Menschen sind und wir bitten, dass du uns immer zu Jesus ans Kreuz führst mit diesen Sünden. Du gibst uns Freiheit und du willst uns diese Freiheit erhalten. Und Vater im Himmel,
Wir danken, dass du uns mit der Freiheit diesen tiefen Frieden auch gibst, wie es in Johannes 14, Vers 27 heißt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und einen Dank aussprechen für die Predigt. Sehr zutreffend, ich sage ganz bewusst nicht passend für uns manchmal, aber zutreffend. Kurz für den Verlauf, wir wollen ein Lied hören jetzt. Und danach habe ich so verstanden, eine kurze Gemeindeberatung. Und das wird Prediger und Gemeindeleiter Amandus anleiten. Bitte schön. Sehnt sich oft mein Herz nach stiller Ruhe, doch du deckest mit dem Fittich deiner Liebe sanft mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe, denn du schützest mich und deckst mich zu. Drückt mich Kummer, Mühe und Sorgen, meine Zuflucht bist nur du. Rettest mich aus allen Ängsten, tröstest mich und deckst mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Sicher bin ich und geborgen, denn bei dir ist süße Ruhe. Mag es auch im Leben stürmen, Herr, dein Fittich deckt mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Kommt an meine letzte Stunde, geh ich ein zur ewigen Ruh. Und du deckst mit deinen Flügeln ewiglich dein Kindlein zu. Unter deinen sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Wir nehmen uns Zeit für die Gemeindeberatung, es ist, oder Gemeindestunde, wir nennen sie manchmal Beratung, immerhin heute haben wir einiges auf dem Punkt, kurz einige Informationen und dann eine Aufnahme und dann noch weiter Zeugnisse. So, Informationen, wir sind Gott sehr dankbar für die finanziellen Gaben im Erntedankmonat Juni. Wir sind als Gemeinde sehr, sehr gesegnet und wir haben eine sehr gute Beteiligung. Wir danken herzlich dafür. Die Summe, genaue Summe wird dann im Gemeindeblatt stehen.
Gott segne einen jeden Geber reichlich. Dann weiter, zweiter Punkt, Wahlen. Im August sind Diakonenwahlen, im Oktober sind die Bestätigungswahlen, auch andere Komiteemitglieder und so weiter, im Oktober die Bestätigungswahlen. Es ist uns ein großes Anliegen, auch das Wahl- oder Kontrollorgan für die Wahlen zu beten, dass Gott Menschen befähigt, dass Gott Menschen beruft, in den Dienst beruft und dass wir gehorsam in den Dienst gehen. Betet für diese Wahlen, dass wir zu den gottgewollten Personen kommen. Dann sind Ferien dran, auch Sonntagsschule, das wurde schon angekündigt, auch Gemeindemitarbeiter gehen teilweise in die Ferien. Ihr habt das in der letzten Woche über die Gemeindehauskreis-Info gesehen. Wir danken für euer Verständnis und für die Unterstützung auch darin. Dann weiter noch Gemeindeblatt digital. Wir sind dabei, das zu digitalisieren oder denen, die es nur im Telefon oder am Computer lesen wollen, dass wir denen es nur digital zu schicken und nicht schriftlich. Es geht darum, einfach Druckkosten zu reduzieren. Und wenn hier noch solche sind, die es nur immer im Telefon oder im Computer lesen, dann meldet euch doch gerne, damit wir weniger in Druck geben. Ja, dann wollen wir gerne Celia Kaunhoven-Nethös. Joel, Celia, ich bitte euch, dass ihr nach vorne kommt. Wir wollen euch gerne in die Gemeinde aufnehmen. Sie haben den Antrag gestellt. Wir wollen es hier jetzt tun. Celia wird von ihrem Leben zeugen und dann führen wir die Aufnahme durch. Guten Morgen, werte Glieder der Eli Mennonitengemeinde. Mein Name ist Celia Kaunhoven-Nethös, 26 Jahre alt und bin seit November letztes Jahr verheiratet mit Joel Tövs. Meine Eltern sind Albert und Adeline Kaunhoven, Glieder der Manoa Mennonitengemeinde, wo ich bis Juni dieses Jahres auch Glied war. Ich habe noch zwei Brüder, Manuel und Matthias, die zurzeit in Asunción wohnen und studieren. Beruflich arbeite ich als Sekretärin bei der Zentralverwaltung der Cooperativa Chordica. Ich möchte kurz Zeugnis geben, was ich mit Gott erlebt habe in meinem Leben. Wie bestimmt die meisten von euch, bin auch ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das Bibellesen und Beten war für uns von großer Wichtigkeit. Die Sonntagsschule habe ich immer gerne besucht, später dann auch die Teenager- und Jugendprogramme. Es wurde bei uns immer viel Wert darauf gelegt, bei den kirchlichen Aktivitäten sowie auf Freizeiten dabei zu sein und mitzumachen. Im Kindesalter auf einer Evangelisation mit Gerd Dück habe ich dann mein Leben dem Herrn Jesus übergeben, Jahre später dann auch nach einer Predigt von Gunnar Dirksen mich wieder frisch aufgemacht und seitdem bin ich bestrebt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Im November 2010 ließ ich mich dann in der Mennonitengemeinde Loma Plata taufen. Trotz Höhen und Tiefen, auch nach der Taufe im Glaubensleben, durfte ich im Glauben wachsen und Gott näher kommen. 2016 entschied ich mich, für 6 Monate nach Deutschland zu gehen als Au-pair-Mädchen oder auch Kindermädchen. Es war schon lange mein Wunsch, eines Tages als Au-pair-Mädchen nach Deutschland zu gehen, und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Es war für mich sehr bereichernd, neue Menschen, eine neue Gemeinde und so weiter kennenzulernen, und besonders auch im Glauben durfte ich wachsen und dass wir bei den Jugend- und Gemeindeaktivitäten dabei waren. Als ich dann zurückkam, stieg ich dann in die Arbeitswelt ein, wo ich schon viele Erfahrungen sammeln und dazu lernen durfte. 2017 war auch wie all die anderen Jahre für uns als Familie ein normales Jahr. Doch im November wurde bei Manuel Leukämie, Blutkrebs, entdeckt
wo wir für uns als Familie unsere kleine Welt zusammenbrach. In dem Moment wussten wir nicht, was auf uns zukommen würde und was mit Manuel passieren würde und welches Gottes Plan war. Doch ich habe auch noch nie zuvor Gottes Nähe so gespürt wie in dieser Zeit und in den letzten Jahren. Gott zeigte seine Liebe und seine Gegenwart durch all die Gebete, die für uns und für Manuel gesprochen wurden, so klar, und ich war so dankbar, dass wir so einen großen Gott haben, der uns nicht alleine lässt. Weihnachten waren wir damals als Familie im Krankenhaus und für mich gab es kein besseres und größeres Geschenk, als mit der Familie zusammen zu sein. Im November letztes Jahr, als wir geheiratet haben, war es unser größter Wunsch, dass Manuel und Johanni auf unserer Hochzeit dabei sein sollten. Er war zu der Zeit in Behandlung, doch Gott hatte einen anderen Plan. Warum Gott es nicht zugelassen hat, verstehen wir auch heute noch nicht. Aber auch hier gab er uns die Kraft, unseren Tag zu genießen und trotz allem ein schönes Fest zu feiern. Wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt schon so viele Zeit mit ihm verbringen durften und auch die Hochzeitsfotos mit der Familie durften wir im Mai machen. Jeden Tag beten wir, dass Manuel geheilt werden kann, wenn es Gottes Wille ist. In den letzten Monaten haben wir uns viel mit dem Gedanken beschäftigt, in welcher Gemeinde wir uns anschließen würden. Wir haben uns entschlossen, dass ich mich der Elim MG anschließen werde, da mein Mann schon Glied dieser Gemeinde ist. Somit ist es mein Wunsch, in dieser Gemeinde aufgenommen zu werden, damit wir gemeinsam im Glauben wachsen und mitarbeiten können, mit unseren Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir geschenkt hat. Ein Vers, der mir wichtig ist, steht im Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Celia, danke. Eine Frage, bist du bereit, mit deinen Gaben auch in unserer Gemeinde zu dienen? Wir haben darüber gesprochen. Sie ist eine sehr begabte Frau. Danke. Celia, herzlich willkommen in der MG Elim. Der Herr segne dich und setze dich zum Segen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mit uns bist und dass deine Gnade mit uns ist, dass wir uns nicht uns überlassen sind, sondern du uns begnadet hast als deine Kinder. Und wir wollen diese Gebote, die du uns gegeben hast, beherzigen und lieben. Und dazu lese ich Römer 13, Vers 8 weiter. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist in 2. Mose 20, 13 bis 17, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das sprechen wir über diese Gemeinde aus, die Liebe, dass wir in dieser Liebe wandeln, dass wir Trauernde, dass wir Personen, die durch schwere Zeiten gehen, wie wir eben auch gehört haben, dass wir dieses mittragen, alle zusammen. Danke, dass wir uns miteinander haben. In Jesu Namen. Amen. Gott segne uns.